Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit den Geschichten am Lagerfeuer schon vor dem Hai gehört. Ich weiß nicht 100%, worum es geht, aber hört sich an wie irgendwas über Natlan und Moalani. 5 Tage sind vergangen, seitdem die neue Version veröffentlicht wurde und du hast sicher schon deine... gut, das ist schon 3 Tage her, by the way. Nicht wundern, jetzt sind schon 8 Tage. Und du hast sicher schon deine Fähigkeiten in diesem neuen Land unter Beweis gestellt, habe ich recht. In dieser Zeit sind mir auch schon ein paar geheime Geschichten über diesen Ort zu Ohren gekommen. Lass sie mich mit dir teilen. Zeit für ein paar Lagerfeuergeschichten. Es heißt, dass es im beliebten Urlaubsort der Menschen der Quellen ein berühmtes Geschäft für Wassersportarten gibt. Die Betreiberin soll, sagen wir mal, etwas eigenwillig sein. Immer wieder hört man von Hilichoen, dass sie auf einem riesigen Hai über den Ozean saust. Hilichoen können doch gar nicht sprechen. Oder das ist nicht unsere Sprache. Ein echter Hai, wir werden alle noch gefressen, das sage ich dir. Ein Schleim. Haifischsurfbrett super schnell, aber auch schwer zu kontrollieren, sei also vorsichtig, wenn du es ausprobierst. Ich habe gehört, dass ein pummeliger Süßwasserhai dafür im Bordell gestanden haben soll, der sich einst mit der Surferin Wettkämpfe geliefert hat, wer wohl der schnellere von beiden ist. Nach unzähligen Niederlagen konnte er sie dann endlich schlagen. In diesem Moment des Sieges, aber anstatt sie zu beißen, wie man es ja eigentlich von Haien kennt, drehte sich der Hai um und schwamm davon. Oh, sie beißen also doch Menschen? Kein Wunder, dass das Haifisch-Surfbrett so bissig aussieht. Schließlich ist es die Nachbildung eben jenes Haikumpels. Ist doch logisch, dass es bissig aussieht, aber das Brett, das zum Verkauf steht, beißt nicht. Du musst dir also keine Sorgen machen. Also, wie komme ich an ein so cooles Haifisch-Surfbrett ran? Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Moalanis Laden für Wassersportausrüstung. Adresse der Stamm der Menschen der Quellen. Er befindet sich auf den Straßen im Stamm. Solltest du ihn wirklich nicht finden können, dann frag einfach jemanden. Ah, ich wollte schon sagen, was ist das für eine Adresse? Aber gut, auf dem Bild sieht man es. Nochmal zur Erinnerung, das Haifisch-Surfbrett hat das Temperament eines echten Hais, ist also unberechenbar und schwer zu kontrollieren. Sollst du kein Surfer-Ass sein, wirst du wohl mit einem normalen, sicheren Surfbrett besser beraten. Ich glaube auch nicht, dass Moalani so ein Surfbrett verkauft. Du kannst Muster und Farben deines Surfbretts individuell gestalten, frag einfach die Ladenbesitzerin Moalani, wenn du mehr wissen willst. Kannst du echt ein Surfbrett kaufen? Das müsste man fast mal nachschauen. Moment, die Besitzerin scheint nicht da zu sein. Wo könnten wir sie wohl finden? Stimmt ja, am Strand oder am Meer. Ach nein, ich habe gehört, dass sie an der Pilgerreise zur Rückkehr des Heiligen Feuers teilnimmt. Geh am besten zur Arena in Natlan. Dort solltest du sie finden. Die Wahrscheinlichkeit zum Erhalten... jetzt kommt natürlich noch Werbung hier. Moalanis Wahrscheinlichkeit ist gesteigert. Wir empfehlen dir, die Archontenaufträge voranzutreiben, um die Stammeschronik der Menschen der Quellen zu erleben, um Bekanntschaft mit dieser reizenden Ladenbesitzerin und Natlans bester Reiseführerin zu machen. Mir fällt gerade auf, ich habe immer noch nicht den Probelauf gespielt tatsächlich, aber es gibt momentan so viel zu tun, es ist echt, es ist ganz schön viel. Und das Update ist ja auch echt erst eine Woche her, so in einer Woche kann man auch nicht die ganze Welt erobern. Naja, danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Habe jetzt echt gesagt was anderes erwartet, aber gut. Wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, macht's gut rein und ciao, ciao.